Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Weiß 2. Ja, im letzten Part sind wir nach Panaero City angekommen und haben schon die Route 7 erkundet. Und tatsächlich ist mir dabei aufgefallen, dass ich ein Pokémon ja tauschen kann. War mein Amolga gegen ein Procolos. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich das in der letzten Aufnahme angesagt habe, denn das ist schon wieder einige Stunden vorbei, wo ich eine Pause gemacht hatte, beziehungsweise ich hatte schon diesen Part auch schon wieder mal aufgenommen, aber ich habe leider nicht im Spiel gespeichert, somit muss ich die Folge, die ihr jetzt seht, quasi nochmal nachspielen, ja, nochmal aufnehmen. Was heißt nachspielen? Ich hab die Folge gelöscht, einfach so. Fertig, Punkt, aus, passt. Ich spiele nochmal diese Folge komplett nochmal neu nach. Also wenn das Wesen jetzt von Procolos oder das im Turm des Himmels, ist es so, Turm des Himmels? Ist der Turm? Turm des Himmels? Ja, Turm des Himmels. Jetzt ein anderes Pokémon sein sollte, was ich eigentlich eingefangen hatte, dann ist es eben nun mal so. Ich hatte nämlich schon ein Lichtel eingefangen. Auf dem Dach. Auf dem Dach ja auch noch Kraulon und Golbat. Naja. Wir werden sehen. Ich habe ein Team mitgenommen, das Amolga. Das werde ich instant tauschen. Wird es wieder zurückgeben. Kurzer Sinn. Nee. Danke, ich rede. Kurzer Sinn. Ich spiele jetzt nochmal nach. So. Wir gehen also in die Hütte. Und tauschen unser schönes Amolga gegen dieses Procolos. Auch wenn das Procolos eventuell gut sein sollte. Was ich ja vor uns hatte. Also ich hatte ein hartes Wesen auf dieses Procolos mit plus Angriff minus Fetzangriff. Wenn das nochmal sein sollte, werde ich es trotzdem nicht in mein Team mit hineinnehmen. Außer, wie soll ich sagen, außer wenn es wirklich keinen anderen Grund geben sollte, dieses Pokémon mit in mein Team aufzunehmen, weil ich keine anderen Pokémon mehr habe, dann muss ich es natürlich aufnehmen. Wir schauen direkt rein. Ich wollte eigentlich gerade was trinken. Wir schauen direkt rein, was es für ein Wesen hat. Hartes Wesen, also es ist tatsächlich geblieben, dieses Tausch-Pokémon. Es hat also immer ein hartes Wesen. Sehr schön. Dann ist es also geblieben. Damit. Ganz auf. Dann würde ich ehrlich dazu sagen, ich lege es wieder ab und tauschen natürlich das Pokémon in unser Grundjuwel wieder aus. Denn ich hatte Amolga ab, also mit auf mein Team genommen und Grundjuwel abgelegt. Und das gleiche tue ich hier auch jetzt mit Procolos. Wegen. Procolos wieder ablegen. Die anderen Teammitglieder haben sich natürlich nicht verändert, denn ich hatte ja, bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, gespeichert, aber habe es dann vergessen, nochmal zu speichern. Ich hätte eigentlich nur noch trainieren müssen. Quasi. So, und da ich in der letzten Folge diesen Encounter hier auf dieser Route verkackt hatte, bleibt ja nur noch quasi hier drinnen den Encounter. Also der Encounter hier beim Turm des Himmels. Ich würde natürlich auch wieder direkt mit Schutz, im Top-Schutz am besten, hoch marschieren. Denn ich will, wie gesagt, kein Pokémon hier riskieren. Ich könnte natürlich instant das Lichtel hier einfangen. Aber kann natürlich sein, dass es ein komplettes anderes Wesen hat, ein positives Wesen. Gut, ich hatte auch da das Lichtel gar nicht mal nachgeschaut, merke ich gerade. Ich habe es einfach beendet, den Part. Keine Ahnung, weil ich so hundemüde war vor 2 Stunden. Jetzt bin ich wieder wach. Ich habe was
gegessen, was. Ja, was heißt gegessen? Ich habe nichts gekocht oder so, sondern einfach mal eine Handvoll Chips in den Mund gesteckt und jetzt bin ich wieder mit. So, Spaß beiseite. Hier sind sehr viele Psycho-Trainer und Unleashed- und Geister-Trainer, deswegen werde ich mal. Okay, in diesem Kampf natürlich noch nicht Bismarck nach vorne tun, sondern erstmal mit meinem Nachtara dieses Somnivora besiegen. Ich habe auch natürlich offscreen mich natürlich nochmal geguckt, wie hoch ich trainieren darf natürlich. Und ich hatte tatsächlich in Erinnerung, dass ich tatsächlich auf Level 40 trainieren darf nur. Denn Charlene ist das maximale Level auf Level 42. Also somit kann ich nur bis auf Level 40 trainieren, sonst würden wir überleveln und überleveln will ich ja natürlich nicht. Wie ihr schon mitgekriegt habt in den letzten Arenen und so. Ich bin ja immer so zwischen 2-3 Level Unterschied immer hineingegangen. Ich wollte nie höher oder gleich gelevelt sein. Vielleicht gegen Arti, aber auch da nur vielleicht, weil ich noch relativ wenige Pokémon hatte. Aber sonst bin ich immer 1-2-3 Level unter den Gegnern gewesen. Richtig. So, er hat genug Einegler gemacht jetzt. Dieses Somnivora. Jetzt kann es auch mal verschwinden. Danke. Nach Pokémon Liga darf es natürlich mir nicht passieren, dass ich hier einschlaf und das über 5 Runden lang und ich habe noch ihn kein Damage gemacht. Oder er heilt sich wieder mit einer Tipp-Genesung nach oben. Das darf natürlich nicht passieren. Deswegen hoffe ich, dass mein Nachtara noch ein bisschen stärker wird. So. Wie gesagt, bis Level 40 darf ich natürlich meine Pokémon trainieren. Ich würde ganz gerne mein Bismarck hochtrainieren auf Level 40 erstmal. Nebenbei natürlich auch andere Pokémon, je nachdem welches Pokémon hier kommt. Denn ich weiß auch, dass hier, glaube ich, meine Trainerin ein Pflanzen-Pokémon hat. Ich könnte natürlich jetzt nachschauen. Ja, mal abwarten. Abschauen, gucken. Hier mache ich auf jeden Fall Knirscher. Und wenn unser Bismarck doch schon Level 40 sein sollte und es kommen noch Gegner, kann ich ja immer noch tauschen. So ist es ja natürlich nicht, dass ich nicht tauschen könnte. So, hier erhalten wir Irrlich. Nehme ich mit. Das ist ein nützliches Item, also ein nützliches Item für physische Gegner, die mich physisch angreifen wollen. Die verbrenne ich einfach mal. Und solange da keine Top-Genesung kommt oder ein Hyperheiler vom Gegner, also gut, Hyperheiler kommt so oder so nie, aber eine Top-Genesung, solange Top-Genesung nicht kommt, sind die relativ so schwach, wie wenn ich einen Petrohr raushauen würde mit den Pokémon, die ich hätte. Die Bismarck, aber ich glaube, das war einfach kein Petrohr, oder? Müsst ihr jetzt nochmal nachschauen? Petrohr? Nee. Hat Sandschleier oder Sandschleier? Egal, auf jeden Fall, dass ich im Sandsturm schneller bin. Ja, hier hätte ich Rückkehr machen können. Also auch der Mann mit dem Kind ist auch weg. Geschafft. Ich hoffe, dass ich nur Schutz eingesetzt habe. Welcher Schutz kommt gerade nicht so vor. Und wenn nicht, dann ist es eben so, dann fange ich eben das Pokémon, was als erstes auftaucht. Ja, dann ist es eben immer so. Aber ich hoffe, dass ich Schutz eingesetzt habe. Ich weiß es nämlich nicht mehr. 100%.
So, hier können wir auch wieder Rückkehr machen gegen dieses Hetzneef. Was wir natürlich im Winter auch bekommen hätten können. 25% auf der Route 7. Aber Hetzneef hin oder der her brauche ich überhaupt nicht. Warum brauche ich Hetzneef nicht? Hetzneef ist ein Eis-Pokémon. Eis-Pokémon sind allgemein relativ immer schwach. Gegen Stahl, gegen Feuer, gegen Mist. Moment. Eis-Pokémon. Reine Eis-Pokémon. Bitte zeigt mir mal, was da für Schwächen sind. Ich mach hier Knirsche. Weil Schwächen sind Kampf, Gestein, Stahl, Feuer, Zeichen. Ist also relativ schwach, finde ich, in dem Moment. Ist genauso schwach wie Pflanze. Der Typ. Also Pflanze und Eis sind zwei schwächsten Typen, die ich kenne. Finde ich jetzt. Ich weiß nicht. Was findet ihr eigentlich für einen Typ am schwächsten? Findet ihr Stahl mit relativ jetzt mittlerweile schwach, seitdem B dabei existiert? Findet ihr Drache mittlerweile extrem schwach? Oder sagt ihr, okay, Drache ist immer noch stark, obwohl B da ist, Drache immer noch stark? Oder sagt ihr, der neue Typ B, also was heißt neu, da existiert ja auch schon wieder etliche Jahre, seitdem X und Y draußen sind, existiert ja Typ P. Sagt ihr, sagt Typ P ist eher schwächer als alles andere? Oder seid ihr meiner Meinung, dass ihr sagt, okay, Pflanze ist relativ dahin geworfen, viel zu viele Schwächen, Eis. Der Typ Eis, das ist genauso dahin geworfen hier. Oder was sagt ihr einfach? Was für einen Typen findet ihr am schwächsten? Findet ihr Typ Normal am schwächsten? Ich bin mir unsicher, dass Typ hier relativ schwach ist, aber ich finde Typ Normal mit am stärksten. Gerade Bisbark finde ich relativ gut. Was gibt's noch? Tauros hast du noch, wo es relativ stark ist mit der ersten Generation Hyperstrahl, weil Hyperstrahl war ja Typ Normal und Typ Normal war ja bis zur dritten Generation noch physisch. Also von daher konnte man Tauros gut spielen, auch mittlerweile jetzt immer noch, muss ich sagen, durch vielleicht Body Slam, Body Check, Rückkehr, vor allen Dingen Kraft zu. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man normal Pokémon spielen kann. Ja. Man kann physisch damit spielen, man kann speziell damit spielen. Oh, mir friert dieses Matri voll ein. Das ist mir nämlich auch in der letzten Folge, die ich jetzt natürlich wiederhole, nachspiele, nicht passiert. Ha, aufgetaucht. Wir treffen natürlich nicht mit Eiszahn. Was ist passiert? Ja, tat schon ein bisschen weh. Aber zum Glück werden wir geheilt, muss ich sagen. Okay, noch ein Level. So. Bei den einen Level bin ich mir noch unsicher, soll ich das drinnen lassen? Ah, ich lasse es drinnen. Warum sollte ich ihn austauschen jetzt? So, es sind ja nur noch drei Trainer im Gespräch. Ist die alte Dame jetzt? Bisschen ältere Dame. Und der ältere Herr. Und das junge Mädchen dort drüben. Rechts. Oh, Roselia. Die Roselia müsste theoretisch auch aufgehen, weil es sehr tief ist. Ja. Sehr schön. Bisbark erreicht Level 40 somit. Und ich bin wirklich noch gespannt, welches Pokémon ich tatsächlich bekomme.
ob ich tatsächlich wieder ein Lichtel bekomme oder doch Graulern, weil es 40% sind oben auf dem Dach. Oder bekomme ich tatsächlich nur ein Golbat. Das heißt nur. Golbat ist relativ mit eins der besten Pokémon, finde ich. Also später dann X-Bat. Ich wüsste auch, wie ich Golbat richtig hochrennen kann, indem ich in der Einkaufspassage die Sache mache und in Stratos City tagtäglich immer das Tauchen für mein Golbat. Und dann sollte das innerhalb von der kürzesten Zeit sich entwickeln zu X-Bat. Ja. Hier mache ich Holzgewalt, weil Käfer ist nicht sehr effektiv auf Geist, Normal und Kampf immunisiert eben dieses Makabaya, also mache ich erstmal Holzgewalt, er setzt Fluch ein, das ist vollkommen in Ordnung, ich mache dann, je nachdem welches Pokémon es kommt, als nächstes, entweder Holzgewalt, heil mich voll oder Heal Ender. Okay, Heal Ender. Weil, wie gesagt, Psycho-Leute, ältere Herren, die Psycho, Undig, Geist, hast du nichts gesehen, hier, Turm des Himmels, alles voller Geister-Pokémon, Psycho-Pokémon, Trainer, etc. Ja, kann man wirklich mit Käfer-Pokémon hineingehen oder ein Typ Undig-Pokémon hineingehen? Easy, vollkommen easy. So, mir erhalten die Dunkelklaue einer Geist- Geist-Psycho-Attacke, wollte ich gerade sagen. Physische Geisterattacke. Für zum Beispiel Banette. Ja? Banette. Wenn wir Banette antreffen sollten, eventuell könnte ich den die Attacke beibringen. Und ja. Das ist schon mal eine gute Geisterattacke. So, hier mache ich natürlich viel ändern, weil Achtare hält das nicht aus. Es ist eine reine Käferattacke. Auch wenn ich keinen Step bekomme. Okay, doch, dann hält es eine Attacke aus. Okay. Ich finde, mein Nachtara hat ein bisschen. Welches Nachtara ist dadurch besser? Finde Nachtara oder Bissen Nachtara? Bin mir unsicher, aber ich dachte, Biss wäre besser. Bedeutend besser. Aber egal. Wir haben natürlich den letzten besiegt. Wir gehen hoch auf den Dach und suchen natürlich das letzte Item hier. Das hier? Hier? Nein. Hier. Ein Geistjuwel ist es. Okay. Da Schutz anscheinend nicht mehr aktiviert ist, läuten wir die Glocke. Und hören das himmlische Läuten zu. Bis nach Ventura City soll es läuten. Mir aus. Ja. Gut, jetzt geht's auf die Suche nach dem Pokémon, den ich hier tun kann. Und es ist ein Lichtel. Okay, es spielt sich also das Fleisch wieder ab. Wir erhalten Lichtel. Mal schauen, was es ist. Es ist außerdem wieder auf Level 30. Okay. Ich setze direkt den Finsterball ein. Sollte noch passen. Mal schauen, ob es passt. 1, 2, 3. Klasse. Wir haben es. Lichtel geht eigentlich relativ leicht einzufangen. Ja, ist eine Kerze natürlich, ist klar. Auch wieder mal ein 5-Gen-Pokémon, wo ich mich derbe aufregen könnte, theoretisch, was ich natürlich nicht mache, weil es ist nun mal so, ich darf keine anderen Gen-Pokémon bekommen. So, was ich noch mir überlegt habe, ist, indem wir Lichtel begutachten und so, dass ich jetzt zum Dowsing hoch laufe und mir die Lichtung dort mal anschaue. Dann gehe ich nochmal zur Route 6, guck mir dort die Lichtung an. Dort gibt es ja zwei Lichtungen und in einer Lichtung weiß ich, dass es andere Pokémon geben sollte. Ist eigentlich
gibt. Wir können ja nochmal schauen. Ich will jetzt nochmal gucken. Hey, finde ich gerade nichts. Ich müsste da mal auf dieser Route hier gehen und dann nochmal schauen. Moment, Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Versteckte Lichtung. Hier. Route 3, Route 6. Es war auf der Route 6, genau. Selten könnte ich Dummiesel bekommen. Fett neu. Nass. Okay, theoretisch könnte ich dort allgemein dorthin schauen. Theoretisch. Nochmal reingucken. Ja. In allen beiden. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen dort dumm Esel finde oder Fleckneul. Wenn Fleckneul hatte ich das nicht auch bekommen. Davon. Ich hatte das eingefangen, ja. Da hatte ich das besiegt. So wie das Zebritz auf der letzten Route. Ne, Fleckneul hatte ich. Was hatte das für ein Wesen? Innet plus eine Spätzverteidigung. Okay, hier muss ich auf jeden Fall abspeichern, weil das das beste Wesen ist für ein Lichtel. Nur mit Flammkörper. Okay, wir haben das beste Lichtel, was wir jemals bekommen haben. Hat sich also das Ganze nochmal gelohnt sich? Eventuell ja, eventuell nein. Trotzdem werde ich wahrscheinlich Lichtel, solange wir noch aus anderen Gens Pokémon fangen können, werde ich auch die anderen Pokémon einfangen und die mit trainieren. Ja. Sei es nun Scaraborn, obwohl Scaraborn kriege ich wahrscheinlich nicht mehr, weil in der Täuschung habe ich ja schon Matribi encountered. Mit euch gemeinsam. Wenn ihr euch dran erinnert. Und das ist immer so, dass ich aus in der Täuschung bei der Lichtung ein Pokémon mehr dazu bekommen kann. So, aber eventuell aus dem Dowsing hoch krieg ich ja nochmal eventuell ein Meryl oder ein Dummiesel. Und Meryl gibt's doch sehr häufig anscheinend. Und ich würde so feiern, wenn ich diesmal ein Meryl begegnen würde. Ich würde wirklich so abfeiern. So ohne Mist, wenn ich jetzt direkt einen Meryl bekommen würde. Oder einen Dummiesel, was aber sehr selten da auftauchen kann. Tailbug kommt da öfters vor als Dummiesel. Da ich aber schon Tailbug habe, brauche ich da keinen Encounter nachzuspüren, wenn ich dort Tailbug jetzt finden würde. Meryl könnte ich einfangen. Ja, hier ist die versteckte Lichtung außerdem. Ich rede und rede. Ich sag euch nicht einmal, wo die versteckte Lichtung ist. Natürlich ist ein Pokéball, also steht hier die Lichtung immer noch offen. Für mich. Finde ich jetzt. Dann würde ich mal fliegen wollen wieder Richtung Maria City. Und würde dann Route 6 gehen, da auch nochmal nachschauen. Und natürlich auf Route 7 dort nochmal nachschauen, denn da können auch relativ gute Pokémon dabei sein. Wäre geil, wenn ich einen Sengo da bekommen würde oder einen Vipitos. Also hier finde ich erstmal ein Wachsmulch. Okay. Hatte ich wahrscheinlich da oben, wo das Knet und Fleckneul auftauchen können und Tarnpion.
wahrscheinlich entweder Tampion antreffen oder gar nichts antreffen können. Nehmen wir mal schauen, was uns erwartet. Was ich natürlich auch machen könnte, wäre, ja, das wäre jetzt zum Beispiel, wir haben noch Zeit, gute 5 Minuten, die ich noch spielen könnte, theoretisch, und schauen, ob ich tatsächlich auf der Route 7 irgendwie Senko wie Pittas, guck mal da, oder eventuell auch Petsniff bekommen könnte. Okay, hier ist ein Pampion, also hier ist es schon mal weggestrichen, denn hier habe ich schon Encounter entdeckt. Es ist ein Pampion. Gut. Was habe ich denn schon? Also ist diese Lichtung auch schon mal weggestrichen. Ich muss mir nur merken, welche Lichtungen ich hier durchmarschiert bin. Also ich bin schon auf der Route 5, Cleopatra, Pico Schiller, da habe ich Pico Schiller. Jetzt auf Route 6 bei der Panaero-Höhle. Ne, Züchterin, da kann ich nochmal, solange da kein Tampion kommt, sondern auch kein Fleck neu, da könnte ich wirklich nur Dummiese. Also theoretisch Route 6 ist auch jetzt mittlerweile durchgestrichen, weil Dummiese ist wirklich dumm. Theoretisch. Weil es sehr selten kommt. Selten, besser gesagt. Dummiese könnte ich auch auf Dowsinghof begegnen oder eben Meryl dort. Aber wenn ich dort Meryl bekomme, wäre es gut. Was ist noch theoretisch weg? Kein der Täuschung, habe ich ja gesagt. Da habe ich ja Vatripi weg. Also es stehen noch relativ viele Sachen offen, wo ich nochmal nachschauen könnte. Riesengrotte, da bin ich auch sehr gespannt. Kann ich jetzt schon sagen. Aber wir haben sehr viele Routen auf jeden Fall, wo ich noch die Lichtungen abgrasen kann. Auf Route 2, Route 3, Route 7, jetzt noch auf Route 9, 13, Route 18. 20, 23, Wald der Ernte, Ewigenwald, Dowsinghof und Riesenkräuter. Also relativ viele Orte noch. Ja. Seid gespannt. Jetzt bin ich auch hier gespannt auf die Route 7. Hier ist kein Item, kein Pokémon. Da ich, wie schon gesagt, ein bisschen noch Zeit habe, werde ich noch mal ein bisschen mit dem Fahrrad herumfahren. Warum mache ich mein Radar aus, Itemradar aus, wenn ich das so oder so brauche? Auch wenn hier ein Odoch auftauchen sollte jetzt. Ich will ja einen Encounter jetzt suchen und kein Odoch. Ja. Trainieren kann ich später offscreen, werde ich dann hier immer hin und her fahren und dann in das hohe Gras hineingehen und. So, waren das so ungefähr 250 Schritte? Mal schauen. Ich denke schon, wir gehen mal rein, gucken. Und Pokémon? Nein, nichts. Dann waren es tatsächlich noch keine 250 Schritte. Schade, dass ich nicht links, links sage ich schon, rechts, da wo mein Itemradar ist, das Ganze umstellen könnte als, sagen wir mal, als Schrittzähler. In Pokémon, Perl, Diamant, Platin, ja, da könnte man einen Schrittzähler aktivieren. Itemradar und. Das fand ich so cool gemacht. Und hier, was hat man hier? Nein, gar nichts gefühlt. Man hat das Drecksding, was man immer nachgefragt wird, wenn man das Spiel startet, ob man
es aktivieren will, dann drückt man Nein, dann Ja und danach muss man trotzdem immer noch den Item-Radar aktivieren. Das ist ein bisschen eine Frechheit. Wisst ihr was? Hier wäre auch eine geile Lichtung gewesen. Hier und dort unten. Da. Das wäre eine richtige geile Lichtung gewesen hier oben. Bei den vier Bäumen. Genau hier. Zwischen auch noch eine Lichtung hinein tun. So. Vom Fahrrad runter ist man auf jeden Fall jetzt 250 Schritte. Und es ist immer noch nichts da. Goddammit, nochmal. Kommt ihr einmal was? Ich such doch nur ein Pokémon. Mann. Also wenn das nächste Mal jetzt kein Item oder kein Pokémon da ist, werde ich auf jeden Fall Schluss machen den Part. Werde natürlich danach meine Pokémon hochtrainieren Richtung Level 40. Werde natürlich die auf der Box auch, so ist es nicht, weil ich ja Team immer bilden möchte ganz gerne. Solange ich so viele Pokémon dabei habe, werde ich natürlich das beste Team bilden, was ich in den Arenen einsetzen kann. Wenn zum Beispiel jetzt die nächste Arena ist, eine Flugarena, wenn ich da jetzt nur Stahl, Gestein, Elektro-Pokémon mitnehme, dann ist es so. Ja. In der Drachen-Arena wird es dann ein bisschen schwierig, kann ich jetzt schon sagen. Ja, die nächste Arena ist die Drachen-Arena und die letzte ist eine Wasser-Arena. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber die Drachen-Arena wird schon ein bisschen knackiger. Kann ich jetzt schon sagen. Vor allem die Vorkämpfe sind knackig. Gut. Das müsste ja mal langsam reichen, oder auch nicht. Ich bin mir unsicher, wie oft ich immer hier hoch und runter oder nach links und rechts fahren muss. Ja, das ist immer so eine Frage der Technik. Man könnte natürlich jetzt zählen, wie viele Schritte man hier hoch zu braucht und das mal so viele Schritte, also mal so oft runter und hoch im Fahrrad fahren oder laufen, je nachdem. Wie lange man eben braucht, eben. Wenn man, sag ich mal, 25 Schritte sind, ungefähr, dann sollte man 10 mal hoch und runter insgesamt fahren. Also 5 mal hoch, 5 mal runter. Das sind 250 Schritte. Da ich aber es nicht weiß, weil ich es nicht zähle, kann ich euch es nicht sagen. Ja, das ist das Problem. Und da ich auch keinen Schrittmacher hier drauf habe, kann ich das auch nicht sagen. Euch zeigen. Gut. Pokémon? Es ist tatsächlich ein Pokémon aufgetaucht. Envy Peters. Dann kann ich die Route 7 auch komplett durchstreichen. Sag, ey, Leute, ich habe einmal die Route 7 komplett abgearbeitet. Da ich aber nicht weiß, obwohl, warte mal. 30 wird es ungefähr sein oder 25. Also stärker als Level 30, 35, 32. Okay. 32 sollte theoretisch ein Energieball aussehen. Theoretisch. Ach nee, Holzgewalt. Warum komme ich auf Energieball? Nachthieb. Okay. Das Ding ist auch. Ich glaube, nur von Typ Gift. Wird also relativ unwichtig sein, aber ich würde es trotzdem in mein Team aufnehmen, weil es eben ein Drittgen-Pokémon ist. Wie Peters müsste Drittgen-Pokémon sein. Oh, Giftschock ist natürlich ein bisschen eklig. Ich würde natürlich austauschen auf Stalobor, denn Stalobor hält Unlicht und natürlich auch Giftattacken aus. Ich bin mir gerade auch selbst unsicher. Könnt ihr mal schauen. Wie Peters, was wie Peters so für Attacken kann und ja. Fünfte Generation. Es kann. Giftschweif, Kreideschrei,
Gift Shop, Gift Big, Gift Zahn, nach Team. Team, nach Team. Das sind schon extrem gute Sachen. Also Knirscher ist in dem Moment ein bisschen besser. Einrollen ist doch theoretisch ausringen. Ausringen. Bin ich mir unsicher. Eisenschweif kann es auch erlernen. Kann ich gegen Steins-Pokémon. Magemut kann es auch. Ampfwalz könnte ich es erlernen. Finsteraura, wie schon gesagt, Eisenschweif könnte ich es erlernen. Schwierig. Nassschweif. Darmrute könnte ich erlernen. Kreuzschere kann es erlernen. Dampfwalze. Matschbombe natürlich. Schlammvogel. Schlammvogel ist natürlich ein bisschen besser, weil es 5 stärker ist als Matschbombe. Komischerweise. Aber hat genau die gleiche APs und genaue Genauigkeit. Erdbeben kann es, Schaufler kann es, Alter. Also, das Ding. Wenn das Ding noch das perfekte Wesen hat. Plus Angriff. Minus Spitzangriff. Wird's mitgenommen. Wird's mitgenommen. Und wenn's. Wenn's plus Spitz. Attack hat. Wird schwierig, aber es ist machbar. Ich kann ja, wie gesagt, mit Toxin arbeiten, Giftschock arbeiten, ausringen, keine Ahnung, was das für eine Attacke ist, variiert auf jeden Fall, bin ich mir unsicher. Wagemut ist eine spezielle Attacke, aber eine Kampfattacke finde ich. Eine spezielle. Theoretisch Kanonen, Bekennen, Matschbombe, Schlammwoge könnte ich erlernen. Eventuell Kraftreserve. Gut, was ich noch erlernen könnte, ist Gigasauger und Finsteraura. Ja, durch Attackenlehre. Mit Gigasauger und Finsteraura ist es ja mega gut. Wir gucken auf jeden Fall jetzt bei Vipitas rein, was es für ein Wesen hat. Also jetzt bin ich ganz gespannt. Also wenn es auch ein hartes Wesen hat, bin ich schon glücklich. Oder neutrales. Ein neutrales oder hartes Wesen. Neutrale Wesen. Pokémon hab ich ja relativ schon viele. Ich will keinen ablegen, ich will auch keinen mitnehmen, ich will einfach bewegen. So. Hier hat mir gesagt, das hat ein mäßiges Wesen und das beste Wesen. Gut. Zart. Was sagt Zart aus? Minusverteidigung plus Spitzverteidigung. Und es ist tatsächlich. Egal, ob ich es speziell angreifen lasse oder physisch. Also, da nimmt wirklich sich gar nichts. Die Init könnte ich natürlich hier hochpushen mit dem Machtband hier, oder Maroband, was ich eben habe. Könnte ich ein bisschen die Init hochdrücken, eventuell schwebe durch als Fähigkeit, überwindet gegnerische Schilder und greift an. Also Schutzschild bringt da nichts. Wie sieht es aber aus mit Scanner? Bricht es da einfach hoch durch? Also ohne Mist. Entweder ich lerne es noch gegen Giftblick Toxin. Dann könnte ich mit Toxin und Giftschock richtig schön zusammenarbeiten. Oder ich erlerne das Ganze noch Gigasauger. Ist halt Pflanzenattacke.
Na, aber speziell muss ich gucken. Oder ich erlerne Kreuzschere, was ich auch gefunden habe auf Route 7. Alter, ich kann hier so viel erlernen. Erdbeben, Alter, 100. Eine Bodenattacke. Auf ein Gift-Pokémon. Ich könnte alle Gift-Pokémon, die mich penetrieren wollten, auch sowas von eklig wegnerven. Ich könnte natürlich erstmal jetzt. Ich sehe gerade, Flammenwurf könnte ich auch beibringen. Hätte ich beibringen können, wenn es speziell gewesen wäre, also mäßiges Wesen gewesen wäre. Kampfwalz kann ich beibringen. Gegner verlangsamen. Alter. Ich hätte nie und nochmal gedacht, da geht meine Sprache schon weg, dass ich ein geiles Pokémon bekomme aus der dritten Generation. Und tatsächlich muss ich mir jetzt Gedanken machen, welches Pokémon ich dafür in mein Team hineinnehme. Meine Stimme geht weg. Oh Gott. Ich würde sagen, Bisbug werde ich erstmal weglegen. Vielleicht kann es ja Eiszahn erlernen, was ich nicht glaube. Theoretisch. Nein, anscheinend nicht. Schade. Schade. Gut. Nöscher würde ich beibringen noch und etc. Halt mal schauen. Ich werde auf jeden Fall Repeaters auf jeden Fall mit in mein Team mit hineinnehmen. Egal was kommt. Es ist ein anderes Gen-Pokémon. Nicht aus der fünften Generation. Ich bin auf jeden Fall glücklich. Ich hoffe, dass ihr glücklich seid, dass ich auch mal andere Gen-Pokémon mitnehme, ja. Also aus der dritten Generation haben wir jetzt ein Pokémon und aus der zweiten Generation nach Tara. Eventuell nehme ich nochmal Magnetzone mit. Aber erstmal für jetzt theoretisch würde ich noch nicht wirklich Magnetzone mitnehmen wollen. Schwierig zu erklären, warum, wieso, weshalb. Es ist wirklich schwierig, warum ich Magnetzone nicht mitnehmen möchte. Aber egal. Ich werde meine Pokémon auf jeden Fall jetzt bis Level 40 trainieren. So ungefähr. Grob. Pi mal Daumen. Vielleicht 2-3 Pokémon noch auf Level 39 lassen, dass die Pokémon eben nochmal in der Pokémon Arena hochtrainiert werden. Auf Level 40, Level 41, so dass ich bei der meine Stimme geht weg, so dass ich bei Geraldine auf jeden Fall noch 142 bin, oder ich darf eben die Pokémon nicht einsetzen, die eben höher als 41 sind. Also 42 ist ein No-Go, finde ich jetzt schon. Genau das gleiche Level, und das ist dann, wenn du da so ein Typenvorteil-Team hast, no go, finde ich. Wenn ich einen Nachteil hätte, wie Käfer, only Käfer hätte, oder Pflanze, dann wäre es egal, da könnte ich 5 Level drüber sein. 10 Level. Natürlich nicht machbar wäre. Obwohl doch schon mit Glücksei und Urdoch und getauschten Pokémon, ja doch, es wäre machbar. Gut. Über 40 Minuten, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, der 6. Orden gehört nun uns oder auch nicht. Mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao, ciao.